Hier soll es um den sicheren Umgang mit Strom gehen oder mit Elektrizität. Nun, ich muss ein paar Sachen vorweg schicken, damit hinterher keiner kommt und mich für irgendwas verantwortlich macht. Seien Sie sich darüber bewusst, dass Arbeit an spannungsführenden Teilen tödlich sein kann und oder zumindest auch zu erheblichen Verletzungen führen kann. Seien Sie vorsichtig, beachten Sie Sicherheitsregeln und zwar immer, auch wenn Sie glauben, Sie sind da irgendwie schon immun gegen, weil Sie das tausendste Mal an der Steckdose schrauben, lassen Sie es. Gehen Sie damit ordentlich und den Vorschriften gemäß um. Ich möchte Ihnen hier einen Einblick in das Warum und Wieso geben, Verständnis für die Gefahren schaffen und die Sicherheitsverfahren Ihnen vorstellen. Ich werde allerdings hier keine Haftung für irgendetwas übernehmen, also sollte jetzt irgendwas schief gehen und selbst wenn Sie dann hinterher herausstellt, dass ich hier Quatsch erzählt habe, es ist Ihr Ding, Sie müssen selber recherchieren, Sie sind für Arbeiten an Elektroanlagen, wenn Sie daran arbeiten, für sich selbst, für andere, für das Ergebnis selber verantwortlich. Beachten Sie die Normen hier, die VDE 0100. Und es geht mit dieser Hören dieser Vorlesung oder dieses Videos, haben Sie keine Qualifikation, formale Qualifikation oder Zertifizierung für irgendetwas erworben. Sie haben lediglich vielleicht ein etwas akademisches Verständnis entwickelt für das, was da vor sich geht und ein bisschen mehr gelernt, wie Sie richtig mit Elektrizität umgehen. So. Der Vorrede genug. Ich möchte das ein bisschen strukturieren, indem ich zunächst erstmal sage, was kann eigentlich passieren? Wie wirkt Strom auf den Menschen im Körper? Daraus ableitend dann Sicherheits- und Schutzmechanismen und auch Geräte vorstelle und dann eben in die Sicherheitsregeln einführe, die relativ einfach sind, die fünf, wenn man sie dann einmal gehört hat. So, wie wirkt der Strom auf Menschen? Was passiert da? Nun, Sie können sich verletzen. Das kann zum einen natürlich sein, dass an Kontaktstellen es zu Verbrennungen kommt. Also schlichtweg, da geht einfach Strom rein. Strom ist assoziiert mit Stromdichte. Stromdichte kann dazu führen, dass die Elektronen sich an den Körpern mehr und mehr reiben. Es führt zu Widerstand, es führt zu Leistungsumsatz, es gibt Verbrennung. Fertig. Es kann auch sein, dass Sie, wenn sehr viel Strom durch Ihren Körper durchgeht, innere Verbrennungen erleiden. Dass Sie also sprich, das, was ich eben sagte, an den Kontaktstellen eben auch gilt für innere Organe und Sie dann eben da an der Stelle erhebliche innere Schäden, innere Verletzungen sich zuziehen. Es kann zu Flüssigkeitsverlusten oder zu inneren Verkochungen kommen, dass also innen die Flüssigkeit im Körper so weit aufgewärmt wird, dass es da eben zu Dampfentwicklung, Druckentwicklung und so weiter kommt. Das kann auch durch Strahlung geschehen. Also das muss jetzt in dem Fall gar nicht so sein, dass Sie da irgendwo wirklich an den Draht fassen, sondern es kann auch einfach sein, dass Sie da bestrahlt werden, dass Sie also zu dicht an einer Antenne dran stehen und dass die elektromagnetische Strahlung eben das Gewebe an der Oberfläche oder auch in Ihrem Körper aufheizt. Letztlich ist das ja der Mechanismus der Mikrowelle oder des Mikrowellenofens. Und das kann Ihnen auch passieren, wenn Sie die Hand in die Mikrowelle packen. Natürlich sind da Sicherheitsmechanismen davor, dass die nicht angeht, während die Tür offen ist. Oder wenn Sie an Radar-Funkanlagen mit höherer Leistung, hohen Leistungen arbeiten, dass Sie dort eben die elektromagnetischen Wellen, die Felder abbekommen und dann einfach sich Schäden zuziehen. Es kann zu Verbrennungen durch Blendungen oder Lichtbögen kommen. Also da ist es gar nicht so, dass der Strom durch Ihren Körper durchgeht und im Körper dazu führt, dass es zu einer Wärmeentwicklung kommt, sondern die Wärmeentwicklung war eigentlich schon davor. Es hat einen Funken gegeben, es hat einen Lichtbogen gegeben, der sehr, sehr heiß ist. Und diese Hitze kriegen Sie jetzt ab. Also das wäre dann mittelbar. Es ist gar nicht der Strom, der sich schädigt, sondern der Lichtbogen eigentlich, der natürlich aus dem Strom kommt. Nun, was passiert im Körper? Zum einen physiologische Wirkung. Also die Muskeln ziehen sich zusammen, sie verkrampfen sich, sie können nicht mehr loslassen. Das kann passieren, dass Sie tatsächlich an eine schadhafte Leitung oder so irgendwo anfassen, umfassen die und Ihre Muskeln verkrampfen sich so, dass Sie keine Chance mehr haben, da einfach loszulassen, was man eigentlich machen wollte, es geht aber nicht. Nervenerschütterung, also die Nerven spielen verrückt, was letztlich auch darauf zurückzuführen ist oder dazu führt, dass dann eben Ihr Herz nicht mehr so funktioniert, wie es
funktionieren soll, weil es nämlich die elektrischen Impulse, die körpereigene elektrischen Impulse nicht mehr richtig bekommt. Es kommt zu Herzkammerflimmern oder auch zum Herzstillstand oder eben der Blutdruck steigt. So, mittelbare Wirkungen sicherlich. Sie haben einen plötzlichen Schmerz, auch schon bei niedrigen Spannungen. Es zuckt etwas, sie erschrecken sich und dann passiert irgendetwas anderes. Sie stützen sich ab, sie fassen in die Maschine, sie fallen von der Leiter, was auch immer. Also wirklich mittelbar. Gar nicht so sehr der Strom ist der Schaden. Der hat nur dazu geführt, dass sie sich einfach erschrocken haben. So, wir haben unterschiedliche Stromarten. Wir haben den Wechselstrom. Bekannt, das, was aus der Steckdose kommt oder an der Steckdose anliegt. Und wir haben Gleichstrom. Und die unterscheiden sich tatsächlich in ihrer Wirkung auf den Menschen und auch in den Wirkungsbereichen. Sie können beispielsweise deutlich mehr Gleichstrom ab, als sie Wechselstrom ab können. Man unterscheidet hier eben ganz grob in die entsprechenden Bereiche, die ich jetzt vorstellen werde. Hier reden wir vom Körperstrom auf der rechten Seite, also das, was tatsächlich durch den Körper geht, und zwar in Milliampere. So dass wir hier da bei 10 Ampere wären und hier sind wir bei 0,5, also bei 500 Mikroampere, nur damit Sie mal die Skala in sich überblicken. Und an der Stelle haben wir hier eben die Einwirkungsdauer oder die Strömungsdauer. Hier oben sind wir bei 5 Sekunden und hier unten sind wir irgendwo bei 10 Millisekunden, 20 Millisekunden, 20 Millisekunden, hier gerade eine Periodendauer des Wechselstroms, hat aber damit nicht unbedingt was zu tun. Der Punkt ist, dass natürlich thermische Wirkungen, insbesondere die, natürlich auch erst nach längerer Einwirkzeit, also dann, wenn mehr Energie ist eigentlich das, was das Problem ist, nicht nur Leistung, wenn mehr Energie durch die Kontaktstelle, durch den Körper durchgegangen ist, zu größeren Problemen führt, während, wenn das nur ganz kurz passiert, ja, dann passiert, sie erschrecken sich, das war es dann aber auch. Oder eben auch Nerven erst nach längerer Zeit wirklich Probleme bekommen. So, und hier haben wir jetzt noch diese unterschiedlichen Grenzen hier. Ja, und nicht nur die Bereiche, sondern auch die Grenzen. Auch das haben wir hier bei Gleichstrom nochmal. Sie sehen im Vergleich, dass das Ganze sich so ein bisschen weiter nach außen schiebt, wenn man das mal einzeln ab kann. Das ist das, was anschaut. Das ist das, was ich eben sagte. Sie können etwas mehr Gleichstrom ab, als Sie Wechselstrom ab können. Hier sieht man es nochmal im kleinen Bereich. Und im Bereich 1, das ist dieser hier, sowohl also der und der, ich schreibe sie einfach nochmal unten drunter, da gibt es keine Einwirkung. Mindestens im Bereich 2 hier gibt es keine physiologischen Schäden. Man muss das nicht ausprobieren, aber da passiert erstmal noch nichts. Aber der Bereich 3, das ist jeweils hier, da, den müssen wir unbedingt vermeiden. Denn da haben wir schon Blutdrucksteigerungen, Verkrampfungen, Atemnot, reversible Herzrhythmusstörungen. Also das geht wieder zurück, aber es kann auch schon zu einzelnen Herzstillständen kommen. Also das ist hier alles kein Spaß mehr im Bereich 3. Im DC-Bereich, weil das eben hier ein etwas größerer Strom ist, kann es auch schon zu Brandverletzungen kommen. So, schauen wir uns hier nochmal genau an, wo denn das eigentlich ist, der Bereich 3. Das geht hier also bei 0,2, da bei 0,2 Ampere hoch. Wenn die Einwirkdauer länger ist, dann sind das sogar schon ab 5 Milliampere hier. Wenn das lange durch den Körper durchgeht, ab 5 Milliampere kann das da also schon zu Schäden führen. Im DC-Bereich sind das dann nicht 5, sondern 30 Milliampere. Hier sieht man die Stelle. Also erheblich mehr, was sie abkönnen. Deswegen auch bei DC3 kann es eben auch schon zu thermischen, also zu Verbrennungen kommen. Der Bereich 4 ist wie 3, nur jetzt eben einfach stärker. Es kommt zu Herzstillstand, Atemstillstand, zu Brandverletzungen. Im Bereich 4.1 Flimmerwahrscheinlichkeit maximal 5%. Also 5% aller Leute haben in diesem Bereich, den ich jetzt mal hier einmal gelb andeute, da, ups, gelb andeute, kriegen da schon Herzklammer flimmern. Im violetten Bereich, so in der Mitte irgendwo,
Da sind es 50%. Und ab hier, deswegen auch wieder rot, da sind es dann schon sozusagen alle. Also 95% der Leute haben da dann tatsächlich Herzkammerflimmern und tragen Schäden davon. Dementsprechend gibt es hier eben auch die verschiedenen Schwellen. Hier die Wahrnehmbarkeits- und Reaktionsschwelle. Das hängt im Wesentlichen von der Berührfläche und den Bedingungen ab. Also es ist ein erheblicher Unterschied, ob Sie an einen ganz kleinen Kontakt, beispielsweise eine Messspitze packen, oder ob Sie richtig großflächig an einen großen Kupferblock fassen, der unter Spannung steht. Die Feuchte der Hand, ob Sie es beispielsweise mit der Zunge machen, wenn Sie einmal an der Batterie geleckt haben, wissen Sie, 1,5 Volt oder 4,5 Volt spürt man mit der Zunge ganz wunderbar, während man dann natürlich bei den Fingern überhaupt nichts merkt. Oder auch die 9 Volt Blockbatterien, wenn Sie dann mit dem Finger drauf packen, selbst mit einem nassen Daumen merken Sie sozusagen nichts, wenn es nur der Daumen ist, aber mit der Zunge würden Sie sehr, sehr stark was merken, wenn Sie mal eine 9 Volt Batterie tatsächlich nehmen und 9 Volt großflächig an Ihre Hand oder an einen anderen Körperteil, Arm oder sowas anlegen, geschieht Ihnen auch nichts Schädliches, aber Sie merken das erheblich. Sie können auch mit einer 9-Volt-Batterie schon sich einen elektrischen Schlag in Anführungsstrichen holen. So, B ist die Loslassschwelle. Die ist bei DC so ohne weiteres nicht festgelegt. Bei AC hängt die von der berührt natürlich wieder von der Berührfläche und den Elektroden ab. Und C sind eben die Schwellen fürs Herzkammerflimmern, die wir eben kurz angesprochen haben. So, und davor müssen wir uns schützen. Eigentlich müssen wir im Bereich zusehen, dass wir im Bereich A bleiben und da nicht drüber hinausgehen. Schwellwerte und die Grenzen nochmal hier im Prinzip lesen können Sie selber. Was möchte man hier noch zeigen? Hier, das ist wahrscheinlich das Entscheidende, die 20 Milliampere. Hier kann es zu Verkrampfungen der Atemmuskulatur kommen und eben darüber auch über 80 zum Herzkammerflimmern. Und wenn Sie jetzt mal anschauen, welche Stromdichten Wirkungen man so hat, bei 10 Milliampere pro Quadratmeter hat man noch nichts. Und dann gibt es schon bei 50 Milliampere, wenn das öfter ein oder länger ein, 50 Ampere, Milliampere pro Quadratmillimeter, kann es schon bei 10 Sekunden zu Blasen rund um die Elektroden kommen, also schon zu Verbrennungen kommen. Und darüber 100 oder so die Verkohlung der Haut. So, schauen wir uns mal so ein Körperimpedanzbild an. Sehr stark vereinfacht. Es gibt da kompliziertere dazu. Ich habe einfach mal so ein einfaches, das man sich auch merken kann, rausgegriffen. Die Arme haben jeweils 100, 500 Ohm Widerstand. So ist das hier dargestellt. Sie können wahrscheinlich hier das Gesicht auch erkennen. Das müsste man dann hier noch irgendwie hinmalen. So. Und die Beine eben auch zum Körper hoch, jeweils auch 500 Ohm, sodass Sie, wenn Sie jetzt also mal sagen würden, Sie fassen mit beiden Händen, so mit beiden Händen irgendwo an und stehen mit beiden Füßen auf Masse, so, und haben dazwischen jetzt irgendwie eine Spannungsquelle, die Sie eigentlich gar nicht haben wollten, dann haben Sie 500 Ohm, 500 Ohm parallel, weil das Ihre Hände sind. Und dann nochmal 500 Ohm, 500 Ohm parallel. So, und dann kann man schnell ausrechnen, dass das hier 250 Ohm sind und das hier nochmal 250 Ohm und Sie insgesamt natürlich dann 500 Ohm Widerstand haben an der Stelle. Das gilt hier alles. Das ganze Modell für einen großflächigen Kontakt, also da ist nicht irgendwie die trockene Hand und die kleine Kontaktfläche, die kleine Kontaktspitze mit gemeint, die Sie vielleicht irgendwie anfassen würden, sondern es ist eben tatsächlich gemeint, Sie greifen relativ großflächig auf ein unter Spannung stehendes Metall und damit ist der eigentliche Kontaktwiderstand hier nicht berücksichtigt in diesem Bild. Das heißt also, es ist eigentlich eine Worst-Case-Abschätzung. Aber dabei belassen wir es auch mal. Typischerweise sind gerade hier an den Händen da nochmal irgendwie vielleicht noch Kontaktwiderstände, die hier nicht berücksichtigt sind, auch nicht berücksichtigt werden sollen, weil es kann keiner wissen, wie sie tatsächlich anfassen. Vielleicht stehen sie tatsächlich im Bad und es ist nass und haben auch noch Badesalz im Wasser oder sowas. Und dann ist es eben ein großflächiger, niederohmiger Kontakt zur Haut hin. So.
Wir sind leider mit unserem Stromnetz genau in dem Bereich, wo wir das Maximum der Gefahr haben, in 50 oder 60 Hertz. Das hat man nicht so gewählt, damit es besonders böse ist, sondern es hat sich einfach daraus ergeben, was denn Sinn machte für Laufgeschwindigkeiten von Generatoren, großen Generatoren und sowas. Und dann ist man eben bei 50 und 60 Hertz rausgekommen, dass das jetzt wohl der gefährlichste Bereich ist der Frequenz, hat sich erst später herausgestellt. DC ist ungefährlicher als AC, als Wechselspannung, weil bei DC eben ein Herzkammer flimmern, also da bringen sie ihr Nervensystem erst etwas später durcheinander. Deswegen hat es ja auch ein, naja, relativ schamloses Marketingprogramm von Thomas Alva Edison damals gegeben, der ja ein Protagonist der Gleichspannungsversorgung war und Gleichspannung vorantreiben wollte. Und er hat vor dem System des George Westinghouse, der mit Wechselspannung arbeitete, massiv gewarnt und hat auch nicht davor zurückgeschreckt, Elefanten mit Wechselspannung umzubringen und der Bevölkerung vorzuführen, wie gefährlich denn dieses System ist, das der Konkurrent daneben wollte. Sie wissen, dass sich trotzdem Wechselspannung durchgesetzt hat, aber es ist faktisch tatsächlich so, dass Gleichspannung ungefährlicher wäre. Oberhalb von 400 Hertz wird es ungefährlicher, weil hochfrequente Ströme nicht mehr so durch den Körper durchgehen und sich aufgrund auch des Skin-Effekts an der Hautoberfläche eher abgeleitet werden, also nicht mehr richtig tief ins Gewebe eindringen und dementsprechend eben auch im Gewebe und in den Nerven weniger Schäden einrichten. Aber das gilt natürlich nur, wenn das vielleicht über Leitungen oder sowas kommt und wenn das relativ geringe Leistungen sind. Bei einem Mikrowellenherd beispielsweise macht es dann natürlich doch wieder die Leistung, wenn von außen 1 Kilowatt auf sie einströmt und dann auch nur ein paar 100 Watt vielleicht oder ein paar 10 Watt in sie reinkommen, die machen immer noch heiß genug, um ihr Gewebe zu zerstören und ihnen erheblichen Schaden zu bringen. Also niemals die Hand in die Mikrowelle stecken, selbst wenn das irgendwie gehen sollte. Halten Sie sich von den Dingern fern. Nichtsdestotrotz, man kann das also zum Beispiel bei Tesla Trafos oder so weiter beobachten, wenn man sich die genau anschaut, was daran gefährlich ist oder wann es da gefährlich wird, dann ist es so, dass die eher hochfrequente Seite, die bei ein paar Kilohertz läuft, ungefährlicher für den Menschen ist als die 50 Hertz Speiseseite. Schauen wir mal auf Schutzmechanismen, was man an diesen Schutzmechanismen hat, und schauen wir uns einfach auch mal einen Fehlerfall an. Wir haben jetzt hier, ich habe immer rausgegriffen, das Drehstromsystem mit den drei Phasen L1, L2, L3 und dem Neutralleiter N. So, und dann haben wir da den Trafo, der ist angedeutet über diese drei Impedanzen. Wir haben eine Leitung, eine Zuleitung, die ins Haus geht oder so. Wir haben hier Erdwiderstände. Hier geht es in die Erde rein, da mit RB und eben auch auf dieser Seite hier mit so einem Ableitwiderstand hier RA, da an der Stelle. So, und dann hat man da das elektrische Gerät. Das ist der graue Kasten hier an der Stelle. Das in der Mitte da drin ist der, das soll irgendwie der Widerstand sein, der da irgendwie was macht, also der aktive Widerstand des Gerätes. Aber durch einen Fehlerfall, der hier in Gelb angedeutet wird, kommt es eben dazu, dass der Leiter, in diesem Fall ist es L2, auf das Gehäuse gelegt wird. So. So ist das. Er liegt auf Gehäuse und da passiert erstmal gar nichts. Und jetzt fassen Sie an. Und plötzlich haben Sie einen Körperwiderstand da in den Kreis reingebracht. Und Sie haben auch noch diesen RST, diesen Übergangswiderstand, diesen Standwiderstand hier zur Masse, sodass jetzt die Möglichkeit gibt, dass es einen Spannungsabfall über Sie als Person gibt oder und damit eben auch so einen Stromfluss sich ergibt. Hier übrigens noch das Zeichen für den Nullleiter, Neutralleiter N. So, schauen wir uns das Ersatzschaltbild dazu an. Dann haben wir natürlich ganz einfach hier RTR und RL, die habe ich beide zusammengefasst. Also das ist einer hier, die Werte stehen unten drunter. Den Fehlerwiderstand hier mit RF angesetzt. Dann haben wir mit RT den Körperwiderstand und RST, der Übergangswiderstand und RA plus RB
eben der Erdwiderstand hier. Die sind alle hier auch relativ hoch ohmig angenommen. Mit einem Kiloohm kann man so machen, kann stimmen. Ist auch nur eine Abschätzung. Jedenfalls stellen wir fest, dass über der Person, das ist das Entscheidende hier, das RT, über der Person fallen jetzt 76 Volt ab. Kann man einsetzen, kriegt man das raus. Nehmen wir den Körperwiderstand hier noch, das könnte man auch als RT abkürzen. Mit einem Kiloohm kommen wir hier auf 76 mA. So, dieser Fall ist eigentlich relativ gutmütig, sagen wir es mal so. Es könnte zum Beispiel sein, dass die Erdwiderstände RA und RB nicht in der Summe 1 Kiloohm sind, sondern deutlich niederohmiger sind. Das ist üblicherweise gut, in diesem Fall wäre es nicht so toll. Wir haben ja noch gar keine Schutzmechanismen drauf. Dann würde natürlich hier die Spannung 76 Volt in die Höhe gehen. Es könnte sein, dass dieser Fehlerwiderstand RF nicht 5 Ohm ist, sondern deutlich geringer wird, weil nämlich da das Kupferkabel direkt an das Metallgehäuse kommt und dann ist der Widerstand eben nicht 5 Ohm, sondern vielleicht 0,5 Ohm. Also auch da haben wir eine bessere oder vielleicht eine Good Case Abschätzung hier gemacht. Jedenfalls ist dieser Fall hier schon gefährlich und zu vermeiden und auch, vor allen Dingen ist das hier eben auch über 50 Ohm, was vielleicht das Zulässige wäre, wo man noch anfassen darf. So, was könnte man jetzt tun? Naja, wir könnten natürlich dafür sorgen, dass RA in diesem Fall unendlich wird. Machen wir RA groß, also keine Erde da, dann passiert gar nichts. Weil dann kann natürlich auch keine Spannung über den Körper abfallen, weil eben auch kein Strom diesen Weg hier findet. So, es ist nur bedingt eine gute Idee, braucht sie eigentlich. Wird meist gebraucht eben auch, um Störungen, sonstige Einstreuungen und so weiter zu vermeiden. Man könnte ohne weiteres natürlich die Spannung U0 senken. U0 ist sehr übel von allem eigentlich, wenn Sie in die Formel reingucken. Wenn Sie das auf eine sichere Spannung runtersetzen, dann kann nichts passieren. Der Effekt ist nur, es würde im Prinzip die Leistung begrenzen, die überhaupt im elektrischen Netz für Sie zur Verfügung steht, für auch das, was Sie haben wollen, zur Verfügung steht. Und damit ja, schneiden Sie sich im Prinzip oder sägen Sie sich den Ast ab, auf dem Sie sitzen, weil Sie mit dem elektrischen Netz gar nicht mehr die Geräte betreiben könnten, die Sie betreiben wollen. Oder die Kosten für Leitungen, weil die entsprechend einen größeren Querschnitt haben müssten, exorbitant steigen würden. Man könnte die Person isolieren, auch das macht man. Man kann der natürlich Handschuhe anziehen oder isolierende Stiefel anziehen oder sowas, sodass da weniger oder nichts passieren kann. Aber was machen Sie dann im Bad? Sie wollen nicht immer in isolierende Gummistiefel ins Bad gehen oder in die Dusche stehen. So, Sie könnten abschalten. So, zum Beispiel Residual Current Devices, also RCDs, beziehungsweise die alten Fehlerstrom, FI-Schalter, einbauen, sodass Sie schon wenige Milliampere detektieren und dann abschalten. Auch das tut man, darauf werden wir zurückkommen. Oder Sie sorgen dafür, dass ein Fehler von vornherein zu einem großen Strom führt, einem so großen Strom, den man dann sicher mit einem Sicherungsautomaten ausschalten könnte. So, wie macht man das? Man braucht einen Schutzerdleiter, die Protection Earth, die man mitführt. Und dann sieht die Situation hier so aus. Wir sehen hier das Zeichen für PE. Na? Und hier haben wir eigentlich wieder dieselbe Situation. Der einzige Unterschied ist, wir haben jetzt hier eine Sicherung eingebaut. An der Stelle, ja eigentlich nicht, an der da steht das Wort, an der Stelle. Und ansonsten ist die Situation die gleiche. Und wir haben hier noch dafür gesorgt, dass hier niederohmig eine Ankopplung des Gehäuses an den PE-Leiter besteht. So. Ja, was passiert, wenn wir das machen und da auch niederohmig ankoppeln und auch der PE-Leiter niederohmig ist? Schauen wir uns das Ersatzschaltbild nochmal an. Im Prinzip haben wir diesen Parallelzweig hier aufgebaut zu dem, was wir vorher schon hatten. Wenn wir mal einmal kurz hier drauf gucken, dann sehen Sie, jetzt haben wir plötzlich parallel die Möglichkeit, dass das hier der Strom drüber geht, einmal das und ich nehme mal in Orange den Weg über den Körper, der Weg sicher zeigt. Also beide, die jetzt parallel, ich ziehe das mal komplett durch, parallel zueinander liegen.
So, parallel ist schon mal nicht so schlecht, weil es potenziell die Spannung, die über dem Körper abfallen kann, senkt. Und wenn Sie das Ersatzschallbild sich jetzt angucken, dann stellt man das auch sofort fest. Und wenn Sie jetzt noch dazu wissen, dass dieses RPE sehr niederohmig ist, sonst macht es nämlich keinen Sinn. So, dann kann man davon ausgehen, dass UB potenziell kleiner wird. Schauen wir uns das an. Lassen auch einfach mal hier den ganzen Kram hier weg. Wenn man nämlich 3000 Ohm parallel zu 5 Ohm nimmt, dann spielen die 3000 Ohm da gar keine große Rolle mehr. Wir stellen jetzt fest, wir haben kurzzeitig hier mal eine Spannung von 77 Volt und das führt, weil wir jetzt nämlich hier den ganzen Widerstand im Kreis hier wesentlich niederohmiger gemacht haben, weil wir ja alles jetzt hier über den Bereich ableiten, zu einem wesentlich größeren Strom von nämlich 15,3 Ampere. Und es passieren zwei Effekte. Zum einen wird natürlich noch einmal hier die Spannung, die über dem Körper abfällt, hier bei UT nochmal geteilt, weil nämlich nicht die 200, im Prinzip 230 Volt hier am Körper oder an dem ganzen Zweig anliegen, sondern nur die 77 Volt, sodass wir also potenziell, ich habe das nicht nachgerechnet, potenziell schon mal merklich auch unter 50 Volt für die Spannung am Körper liegen würden. Aber natürlich auch hier einen sehr großen Strom ziehen. Und dieser große Strom kann natürlich genutzt werden, um abzuschalten. So, wesentlich dafür ist, dass RPE niederohmig ist. Denn dann wird der Strom groß. Und dann fliegt die Sicherung. Trotzdem wollen wir die anderen Varianten noch verfolgen, nämlich hier Safety Extra Low Voltage, also wirklich eine Kleinspannung verwenden. Kein Leiter dabei ist geerdet, nicht nötig. Oder eben Protection Extra Low Voltage, dabei ist ein Leiter geerdet. Wir schauen uns jetzt einfach an, man darf dann eine maximale Spannung von 50 Volt AC, Effektivspannung, nehmen oder 120 Volt DC. Die DC muss auch noch ein bisschen sauber sein. Also Sie können jetzt nicht sagen, ich habe eine Gleichspannung von 120 Volt und dann habe ich nochmal reichlich Oberschwingungen, die dann wieder AC sind da drauf. Das darf dann eben nur maximal 10% sein. So, die 50 Volt merkt man dann schon, wenn man da mal rangefasst hat. Und dementsprechend gibt es eben hier noch die Einteilung hier, dass Sie, wenn Sie keinen Berührungsschutz haben, also die typischen 12-Volt-Geräte, so wo Sie einfach vorne den Stecker haben, da kann man jederzeit anfassen und sowas. Bis 25 Volt wäre das zulässig, beziehungsweise DC 60 Volt. Da brauchen Sie nicht mal einen Berührschutz. Aber Sie müssen sich gegenüber der AC hier, gegenüber der Netzspannung, noch mit 500 Volt Isolierungs Spannung Sicherheit abtrennen. Gut, Sie brauchen auf alle Fälle eine galvanische Trennung. Also Sie können das nicht einfach jetzt mit einem Spannungsteiler oder so machen, also ein paar Widerstände anpacken und dann haben Sie auf der einen Seite 230 Volt, dann zwei Widerstände und Sie nehmen nur den kleineren Widerstand, da sind dann nur 25 Volt dran. Das geht nicht, sondern es muss eine galvanische Trennung hier vorliegen. Es muss mit Trafos passieren, damit eben auch eventuelle Überspannung oder eventuelle Fehler abgesichert sind. So, kurz einmal zum Berührschutz, weil ich hier schon das IP reingeschrieben habe. Sie finden ja ganz häufig, wenn Sie Geräte oder sowas kaufen, eine Bezeichnung hier, Schutzklasse, Schutzartbezeichnung IP. Was weiß ich, 65 oder sowas, nicht? So. Das heißt also, da steht dann irgendwie IP und dann gibt es zwei Ziffern. Die erste Ziffer bedeutet den Schutz gegen Fremdkörper und Berührung. In diesem Fall 65. Da können Sie nichts anfassen. Vollständig geschützt und das ganze Ding wird auch nicht total verstaubt werden, innerlich, sodass es also nicht durch Schaub geschädigt werden kann. Anders, wenn Sie jetzt zum Beispiel hier IP1 hätten, IP1 und danach irgendwas.
dann können Sie da keine Steine reinschmeißen, weil die vielleicht einen Durchmesser von mehr als 50 mm haben. Und mit dem Handrücken kommen Sie auch nicht ran, aber Sand könnten Sie beispielsweise in das Gerät reinschaufeln. So, und so wird dann eben hier mit der Schutzart Klasse zunehmender Größe der Ziffer auch der Schutz stärker sein. Das kann man selber noch angucken. Häufig für Hobbyleute ist natürlich auch wichtig, wie der Wasserschutz ist, also wie wasserdicht ist das. Und mein IP65 beispielsweise hier, was ich eben hatte, ist eben strahlwassergeschützt aus beliebigen Winkel. Es war staubdicht, IP65, das macht auch Sinn. IP65 staubdicht und dann eben Strahlwasser aus beliebigen Winkeln kann da drauf. Es wäre irgendwie komisch, wenn das also jetzt nicht staubdicht wäre, aber plötzlich wasserdicht sein soll. Das kann nicht funktionieren, physikalisch sinnvoll. Auch hier gibt es unterschiedliche Klassen eben hier. Richtig wasserdicht ist eben eigentlich erst ab 8 oder 9. Nicht alles andere, 7 hat man auch eben häufiger Geräte, die man mal kurz unter Wasser halten kann, Funkgeräte beispielsweise oder so, die können mal kurz unter Wasser gehalten werden, aber lange dürfen die nicht unter Wasser sein, weil dann beispielsweise noch durch thermische Effekte, Ausdehnung und Unterdruck und so weiter eben doch noch Wasser eingesogen wird. Gut, weitere Klassen eben hier auch, Schutz gegen Tropfwasser, da ist einfach nur ein Deckel oben drüber beispielsweise. Nicht, also so, dass das Gerät nicht wirklich nass wird. Aber wenn Sie von der Seite da mit dem Schlauch drauf sprühen würden, hier auf so ein IP irgendwas 1, dann würde Wasser doch in das Gerät eindringen. Weiter mit den Schutzsystemen. Hier das TN-System. TN-System hier deswegen, weil wir hier Terre, also Erde, im Erzeuger haben. Das ist hier. Und dann haben wir noch hier im Verbraucher den Neutralleiter. So, und entweder wir führen das PE combined aus, das wäre die linke Seite, oder wir haben den PE nochmal separat. Dann könnten wir ihn beispielsweise niederohmiger auslegen, wir könnten ihn etwas anders behandeln und wir hätten auf dem PE per se erstmal überhaupt keinen Stromfluss, während auf dem Neutralleiter natürlich, wenn das System unsymmetrisch belastet wird, beispielsweise noch ein Stromfluss drauf sein könnte. Man würde den PEN oder den kombinierten Leiter dann eben als PEN bezeichnen und mit dem Zeichen, wie hier steht, links darstellen, während man das hier, wenn man es getrennt macht, so hat. So, also separated in dem TNS-System. Können uns den Fehlerfall hier anschauen. Das ist relativ selbsterklärend eigentlich. Der Vorteil beim PE-System separated oder beim TNS-System ist natürlich, dass Sie den separaten PE-Leiter haben, auf dem eigentlich eben wirklich kein Strom drauf sein sollte und Sie den vielleicht auch nochmal niederohmiger auslegen können, sodass Sie noch etwas mehr Schutz haben. Okay, wir könnten auf beiden Seiten Erde bauen, also Terre-Terre, Erde-Erde, sowohl im Erzeuger als auch im Verbraucher. Wir haben das PE jetzt also nicht als Leiter durchgezogen. Sie müssen dafür sorgen, dass die Berührspannung hier, wenn man hier jetzt beispielsweise nochmal eine andere Bezugserde hat, die Berührspannung eingehalten wird. Also das wird jetzt nicht automatisch gemacht. Und das könnte sich ja beispielsweise auch ändern. Es könnte ja auch sein, dass eben dieser Erdanschluss hier hochohmig wird, weil das Grundwasser abgesackt ist oder sowas. Das ist jetzt ernst gewesen, weil das Grundwasser abgesackt ist und dementsprechend Sie hier einen hohen Erdwiderstand haben zur Bezugserde, aber trotzdem noch vielleicht irgendwie eine etwas niederohmige Verbindung aufbauen können und dann eben noch einen erheblichen Stromfluss durch den Körper durchkriegen würden. Sie müssen schneller abschalten als in TN-Systemen. Einsatz von RCD, Residual Current Devices, ist empfohlen. Im Fehlerfall sieht das nun idealerweise so aus, dass der Strom sich eben den Weg über PE und dann eben
RARB suchen soll, so wie hier. Ich deute es hier nochmal an der Stelle hier gezeigt. So, nicht sollte es passieren, dass es unerwünscht hier, dass diese Ecke passiert. Aber das muss man natürlich vorher abgesichert haben, dass das nicht passieren kann, beziehungsweise dann eben die Bucherspannung kleiner als 50 Volt bleibt. Gibt Systeme, da möchte man die andere Variante gehen, nämlich den Erzeuger isolieren. Das ist hier jetzt nur für Blitz, noch eine Funkenstrecke an der linken, an der Seite. Das macht man dann, wenn man nicht einfach so abschalten kann oder abschalten will. In einem Operationssaal wollen Sie nicht, weil irgendein komischer Kupferdraht mal an ein Gehäuse gekommen ist, sofort alles abschalten. Das könnte gefährlicher sein, als einfach so weitermachen. So, eine Lok im Tunnel wollen Sie nicht einfach so anhalten, weil irgendetwas schiefgegangen ist, sondern da wollen Sie weiterfahren. Was Sie aber machen wollen, ist, Sie wollen den Fehlerfall überwachen, in jedem Fall. Also Sie wollen und müssen sicher gehen, dass der Fehlerfall erkannt wird, gemeldet wird und Sie dann auch nach erfolgter Operation, Verlassen des Tunnels, im nächsten Bahnhof und so weiter, tatsächlich anhalten können und den Fehler suchen können und dann eben sicher gehen können, dass nicht weiter was passiert. So, zu diesem Zweck hat man eben jetzt hier dieses Messgerät, das die Impedanzen hier an der Stelle misst. Und wir könnten hier zum Beispiel diesen Fehlerfall hier erzeugen. Da würde jetzt eben über den Neutralleiter der Strom auf dem Gehäuse abgeleitet werden. Das ist jetzt gar nicht mal so dramatisch. Sie wollten nicht anfassen. Oder könnten nicht anfassen, weil sie hier ja eine Isolation haben. So, aber sie müssten natürlich über Z jetzt den Fehlerfall detektieren und melden. Okay, so, schauen wir uns Sicherungsgeräte, Schutzschalter und so weiter an, die man dann hier einsetzt, nachdem wir jetzt ein paar Schaltungsmechanismen gefunden haben. Zunächst wollen wir gucken, uns die Leitungsschutzschalter anschauen. Leitungsschutzschalter macht genau das, was der Name sagt. Er schützt die Leitung. Das ist auch die Aufgabe des normalen Sicherungsautomaten, den Sie im Haushalt und so weiter haben. Die Leitungen sind ausgelegt für eine gewisse Stromstärke. Und wenn die Stromstärke bei Leitungen, Mehrfachsteckdosen, bla 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 und so weiter, über längere Zeit überschritten wird, dann kann es zur Hitzeentwicklung kommen und dann kann das dazu führen, dass Ihnen das Gebäude abbrennt. Das wollen wir natürlich nicht. So, also der schützt im Wesentlichen Leitungen und auch Geräte vor Überlastungen und kann eben auch genutzt werden, dass wenn dann der Strom zu groß wird aufgrund eines Fehlerfalles, dann eben auch die Leitung geschützt wird und damit auch die Person geschützt wird. Aber erst einmal ist der dafür ausgelegt, um dafür zu sorgen, dass das Gebäude nicht abbrennt, dass die Leitungen nicht überhitzt werden können. So, und dann haben wir noch das Residual Current Device. Das detektiert tatsächlich einen fehlgeleiteten Strom, der irgendwo durchgehen könnte und schaltet dann ab. Wie genau, werden wir uns dann gleich auch anschauen. So, der Leitungsschutzschalter begrenzt eben den Strom in einer Leitung. Das meiste ist gesagt. Das sind erstmal so die einfachsten, die wir dann uns gleich anschauen würden. Zusätzlich kann es natürlich sein, dass also eine sehr hohe Stromstärke für kurze Zeit auch schnell detektiert wird und nicht erst nach längerer Zeit detektiert wird. Im oberen Teil hier könnte man sich ja lange Zeit lassen. Im unteren Teil nicht. Hier soll es schnell gehen. Nicht also sowohl der Kurzschluss soll sofort erkannt werden, abgeschaltet werden. Lichtbögen sollen verhindert werden, weil man ja auch nicht den Lichtbogen haben möchte und der dann irgendwie was zu einem Brand oder sowas führt. Zudem soll er nicht auslösen, wenn beispielsweise ein Trafo da ist oder ein Motor da ist, der irgendwie anläuft und der dann einen hohen Anlaufstrom braucht, aber das ist auch gewollt oder das ist eben so bei dem Gerät,
Das Gerät, der Leitungsschutzschalter soll so träge sein, dass er das dann eben auch noch zulässt und den Motoranlauf noch zulässt und der Motor eben anlaufen kann. Das nützt Ihnen nichts, wenn sobald Sie den Motorschalter umlegen, die Sicherung rausfliegt und Sie den Motor nie zum Laufen kriegen. Ja, was haben wir? Die ganz klassischen Schmelzsicherungen hier, die wahrscheinlich jeder schon mal gesehen hat in dem D01-System. Das Innenleben hier gezeigt. Man sieht hier, macht das mal in Gelb, da sieht man den eigentlichen Draht hier, der dann heiß wird. Das ist sandgefüllt typischerweise. Der ist hier natürlich rausgerieselt, der Sand. So, und wenn es zu heiß wird oder zu viel Strom fließt, dann gibt es hier diese Sollbruchstellen an der Stelle und da sind auch noch so ein paar, sodass also definiert, nach einer definierten Zeit und Stromfluss die Sicherung rausfliegt. Sobald die raus ist, gibt es dann noch diesen dünnen Draht hier. So, der ist dann natürlich auch sofort raus und was der macht, ist hier, da ist eine Feder drin. Der hält diese Feder dann nicht mehr zurück, der Draht schmilzt sofort durch, er hält die Feder nicht mehr und das hier ist der Indikator an der Stelle, so dass man dann auch sieht, dass die Sicherung ausgelöst hat. So, da sieht man den zum Beispiel, ne? So, die gibt es mit verschiedenen Spannungsklassen hier und auch natürlich für verschiedene Auslöseströme. Die können verdammt heiß werden, wenn die dauerhaft so an dieser Grenze von 16 Ampere betrieben werden. Also das merkt man dann schon, wenn man die rausdreht, sind die ganz schön heiß. Das sind diese typischen Unterverteiler, Dosen, wo die Schraubsicherungen einfach eingeschraubt werden. Jo. Wir haben die typischen Sicherungen aus dem Auto. Hier auch für verschiedene Klassen, 5 Ampere, 30 Ampere und so weiter. Wenn man da jetzt ganz genau hinguckt, dann sieht man sogar, wie die Drähte hier in der Mitte, da kann man es glaube ich ganz gut sehen, da ist ein dicker Draht, ich ziehe den jetzt nochmal nach, da, und wenn man hier reinguckt, dann ist das hier ein dünnerer Draht, da so reingebogen. Nur der bestimmt dann eben einfach, wann die Sicherung auslöst und wie die auslöst. So, wir haben die Niederspannung war unter 1000 Volt. Die Niederspannungshochleistungssicherung hier 500 Volt, 120 kA kann das Ding mal kurzzeitig ab. Und dann eigentlich ist es für 63 Ampere gedacht. Das finden Sie am Hausanschlusskasten. Beispielsweise sollten Sie nie rangehen. Diese Kontakte hier sind beispielsweise auch unter Spannung. Also auch nicht einfach anfassen und so. Und hier, da findet der Kontakt für den Hauptstromfluss statt. Ja, die beiden, also der Strom geht jetzt hier so dadurch. Hier ist der Indikator. Also da wird Ihnen angezeigt, wie das Teil, ob das Teil noch verwendbar ist oder nicht. Sieht man da auch. Hier nochmal gezeigt, die Sicherung ist noch brauchbar. Und wenn man sich das Innenleben anguckt, sind auch hier wieder solche Kupferbänder drin, Drähte. Sie finden also hier dieses Band, das den Indikator zurückhalten würde. Und dann eben hier das, die eigentliche Schmelzsicherung. Auch das wieder mit Sand gefüllt, damit der Funken gelöscht werden kann. Und damit der Funken gelöscht werden kann und damit es da auch nicht zu irgendwelchen komischen Bränden oder sonst irgendetwas kommt. Also damit auch jede Oxidation, jeder Brand auch sofort gelöscht werden könnte. Hier die Halter dafür mit entsprechenden Klappen und die Innenansicht hier und so eine Sicherungshalter mit einem leichten, man sieht hier noch dieses Plexiglasschutz, das ist eigentlich noch nicht ausreichend. Hier, das wird da unten eingehakt. Und jetzt könnte man die Sicherung nehmen und irgendwo reinstecken und rausziehen. Das reicht als Sicherung noch nicht. Wenn Sie diese Sicherung unter Last oder unter unbekannter Last ziehen wollen, braucht man weitere Schutzausrüstung dafür dazu.
zum Ziehen der Sicherung ist weitere Schutzausrüstung das ist Kopfschutz oder Gesichtsschutz. Das ist feuerfeste Kleidung. Das ist ein Handschuh, also Handschutz. So, warum ist das so? Wenn Sie die unter Last ziehen, kann es zu einem erheblichen Lichtbogen kommen. Dieser Lichtbogen kann sich ausbreiten, kann Sie verbrennen, die Hand verbrennen, Gesicht verbrennen, Brust verbrennen. Und deswegen muss man die Dinger mit Sicherheit schützen. Hinter einem Hausanschlusskasten muss auch entsprechend Platz sein. Ich meine 1,80 Meter, dass Sie also dann, wenn Sie die Sicherung ziehen und es knallt, Sie auch zurückweichen können und sich nicht sofort verletzen. Also die Dinger sind sind mit Vorsicht zu genießen. Natürlich, wenn kein Strom da durchgeht und keine Last drauf ist und so, kann man die auch einfach so ziehen und nichts passiert. Aber das ist ja nicht unbedingt immer gegeben. Wenn Sie einen Stromkreis wirklich unterbrechen wollen, insbesondere vielleicht in dem Fehlerfall, dass also ein großer Stromfluss da ist, die Sicherung aber noch nicht ausgelöst hat, dann kann es zu einem echt großen Lichtbogen kommen. Ich habe verlinkt auch hier eine Demonstration davon. Können Sie sich anschauen und sehen Sie, was da passieren kann. Der klassische Sicherungsautomat hier, den Sie alle wahrscheinlich schon kennen hier, der hat ein bisschen mehr Innenleben als diese einfache Schmelzsicherung. Der hat nämlich zum einen hier den Schalter, so, dann hier die Kontakte, hier weitere Kontakte, dann die Anschlüsse hier, die Schraubanschlüsse für den eigentlichen Stromfluss, einen Bimetallstreifen. Das ist unten alles nochmal beschrieben mit Bimetallstreifen hier. Für einen schnell großen Strom eine Magnetspule, die dann so einen Stößel hier rausjagt. Oder ja, doch einen Stößel rausjagt, der den Schalter auslösen lässt. Also wenn plötzlich der Strom groß wird und dann hier Funken löschen. Löschstrecke. Auch das kann man sich in der Demonstration, habe ich auch angegeben, sich ganz wunderbar angucken, wie denn das mit dem Funkenlöschen passiert hier. Im Prinzip wird der Funken, der große Funken, der entstehen könnte, aufgeteilt in viele, viele kleine, die dann leichter zu löschen sind. Und so kommt es dann eben nicht unbedingt zu einem, ja, nicht, es kommt da nicht, eben nicht dazu, dass über den Lichtbogen, der hier entsteht, der Strom weiter fließt, sondern der Strom wird schnell begrenzt, der Lichtbogen abgebaut und damit der Stromkreis schnell abgeschaltet. Hier nochmal einzeln aufgeschrieben. Kennlinien hierfür, wir sind hier beim Standard, im Standardbereich. Thermisch die Auslösung hier oben, also der Bimetallstreifen. Dieses hier und dann ist eben die Frage, wann das Magnetdings auslöst, die Magnetspule auslösen soll. Soll sie das eben schnell machen? Und bei niedrigem Strom, dann geht man im Typ B, möchte man starke induktive oder kapazitive Lasten haben, im Wesentlichen Trafos, Maschinen, also elektrische Maschinen, dann möchte man natürlich nicht, dass das ganze Ding schon bei relativ niedrigem Strom schnell auslöst, sondern dann würde man in den Bereich D gehen, was eben dann die weiter rechts liegende Kennlinie wäre. Kommen wir noch zuletzt zum RCD. Das sieht man am besten hier in der Funktion. Im Prinzip haben Sie L und N hier durch. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, wie denn das mit dem Strom ist, fließt der Strom hier durch und hier durch und ist der gleich, dann wird das Magnetfeld, das sich hier ergibt, sich zu 0 ergänzen. So, und nichts passiert. In die Spule 2 wird keine Spannung induziert. 1
löst nicht aus, das Schaltschloss, es bleibt alles so, wie es ist. Wenn wir jetzt aber den Fehlerfall haben, so dass also jetzt hier Strom drüber geht und eben nicht hier durch, dann haben wir natürlich nur noch das Magnetfeld hier, ich mache es mal in hellblau, das Magnetfeld vom N. Und Glück gehabt. So, und damit bekommt man hier eine induzierte Spannung und das Schaltschloss löscht aus. Dieses 4, was ich hier gezeigt habe an der Stelle, ist natürlich der Testschalter hier, wo L einmal kurz überbrückt wird an der Stelle. Das ist nicht der typische Fehlerfall. Der typische Fehlerfall tritt irgendwo hier hinten auf oder so. Sehen wir dann auf dem gleichen Bild. So dass also beispielsweise hier, wenn der Strom hier im Fehlerfall hier rüber geht, so, dann eben im RCD genau das detektiert wird, was ich eben gezeigt habe, nämlich eben, dass der Strom nicht mehr stimmt, weil der nämlich eben nicht hier durch zurückgeht, durch N, sondern sich den Weg über den roten Pfad sucht und dann passt, dann gibt es eben eine induzierte Spannung da, die hier in der Spule 2 eben auftritt und dann schaltet das RCD, schaltet das Schaltschloss und unterbricht den Stromkreis. Kennlinien hier dazu nochmal. Ja, die zunehmende Flimmerwahrscheinlichkeit. Hier sind auch nochmal die A, B und C1 Teile reingepackt. Natürlich jetzt gar nicht allzu viel zu sagen und auf die 5 Sicherheitsregeln zu sprechen kommen. Relativ einfach und ich würde Ihnen empfehlen, nochmal das ebenfalls auch verlinkte Video sich dazu anzugucken. Die 15 Minuten, glaube ich, dauert es, sind es auf alle Fälle wert. Also die 5 Regeln sind eben Freischalten, gegen Wiedereinschalten sichern, Spannungsfreiheit prüfen, Erden und Kurz schließen, benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken. Okay, freischalten, natürlich. Sicherung entfernen, Sicherung schalten. Bei NH-Sicherungen, habe ich es ja schon gesagt, da kann schon das Entfernen der Sicherung gefährlich sein. Relativ typisch. Das macht man wahrscheinlich alles auch noch, auch wenn man im Haushalt unterwegs ist. Gegen Wiedereinschalten sichern. Gut, das ist schon das, was man wahrscheinlich nicht mehr so ohne weiteres macht, nicht? Also, wenn Sie es professionell machen, natürlich ein Schild aufhängen, nicht einschalten. Schloss anbringen. Tatsächlich abschließen. Es reicht also nicht, was man typischerweise ja tut, dass man den Sicherungsautomaten einfach ausschaltet. Im Haushalt. Das ist nicht genügend. Mindestens sollte man den Sperrdraht einziehen. Das kann man hier eventuell sehen, wenn man da nochmal hochgeht. Da erkennt man es nicht. An der Stelle hier müsste es Öffnungen geben, wo man den Draht einziehen kann. Oder ein Schloss oder ein Büro. Ja. Und dann letztlich ein Schloss dadurch hängen kann, sodass man das Gerät nicht wieder einschalten, nicht einfach so wieder einschalten kann. So, Spannungsfreiheit feststellen. Und zwar ist da erst einmal wichtig, dass Sie das richtige Messgerät nehmen. So, die allermeisten werden schon da Probleme haben. Messen Sie nach, ob wirklich abgeschaltet wurde. Nehmen Sie nicht diese Spannungsprüfer, die man am Schießstand am Kirmes schießen kann. Die sind nicht zulässig, sind deswegen auch nicht zulässig, weil die nicht sicher auslösen. Natürlich haben wir das alle schon gemacht damit, aber die sind im Kern nicht zulässig. Sie brauchen ein Messgerät, das tatsächlich zwischen beiden Polen messen kann, ob Sie da die richtige, ob da wirklich keine Spannung ist. So, Messgeräte gibt es in verschiedenen Kategorien. Sie brauchen mindestens 3, wenn Sie am Hauptanschluss Kasten arbeiten wollen, also hinter dem Zähler arbeiten wollen, dann brauchen Sie mindestens Kategorie 4, zusätzlich noch in der richtigen Polleiterspannungsklasse.
Gut, das kommt jetzt natürlich darauf an, wo Sie arbeiten wollen. Wenn Sie jetzt typischerweise nur bei 230 Volt arbeiten, dann reicht natürlich das hier. So, was bedeuten diese Kategorien? Diese Kategorien sagen eigentlich aus, wie überspannungssicher das alles ist. Sicherlich haben Sie irgendwo ein Messgerät, da steht dann irgendwie drauf, kann bis, was ich, 400 Volt messen oder 600 Volt messen. So, nun ist man aber sicher, je nachdem, wo man sich im Haushalt befindet, nicht unbedingt sicher, dass da wirklich nur 600 Volt sind und nicht eventuell bei einem Gewitter oder so noch mehr dabei ist. Sodass also je dichter Sie eigentlich an das Erdkabel oder schlimmer noch Freileitungskabel rankommen, Sie mit höheren Überspannungen rechnen müssen. Also auch eine höhere Kategorie an Messgerät-Isolation sicher brauchen. Also das Gerät kann dann zwar nominal bis 300 oder 600 Volt messen, kann aber auch zusätzlich noch eben die für diese Kategorie notwendige kurzzeitige Überspannung sicher verarbeiten, zwar vielleicht nicht anzeigen, aber sicher verarbeiten, ohne dass Ihnen irgendetwas passiert. Das heißt also, sobald Sie wirklich ernsthaft am Hausanschluss oder sowas messen wollen, müssen Sie mindestens in diesen Kategorien hier unterwegs sein. Die billigsten Messgeräte, Kategorie 1 oder 2, reichen da eben nicht aus. Erden und Kurzschließen. Über einem Kilovolt müssen Sie die Spannungen, die Leitungen, an denen Sie arbeiten, kurzschließen und erden. Umgekehrt, erst erden, dann kurzschließen. Macht auch Sinn, denn sonst haben Sie eventuell noch einen Lichtbogen, falls irgendwas schief gehen sollte. Das liegt einfach daran, dass Sie dafür sorgen müssen, dass nicht aus irgendeiner anderen Ecke vielleicht noch eingeschaltet werden kann. Und wenn eine Spannung anliegt, die dann eben auch sicher von Ihnen ferngehalten wird, dadurch, dass die eben geerdet und kurz, die Leitungen geerdet und kurz geschlossen sind. Weiterhin dann eben benachbarte Teile, Unterspannungsteile, stehende Teile abdecken, abschranken, verhindern, dass man abrutscht und mit dem Werkzeug an das Teil rankommt oder so. Unter einem Kilovolt reicht das, dass Sie da isolierende Tücher, Matten, Schläuche drüber ziehen. Bei über einem Kilovolt müssen Sie noch weiter absperrende Kontrollpersonen einsetzen und so weiter. Über einem Kilovolt sollten Sie ohnehin ohne eine richtige Schulung und Einweisung nicht arbeiten wollen. Zum Schluss noch, sollte was passieren mit Strom, haben Sie wahrscheinlich alle schon für den Führerschein oder so auch einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht, sodass Sie die Grundregeln hier auch beherrschen. Bedenken Sie einen Eigenschutz, das ist wie im Straßenverkehr. Nützt Ihnen nichts, wenn Sie sich daneben legen. Schalten Sie spannungsfrei, unterbrechen Sie den Stromkreis. Versuchen Sie, bei unter einem Kilowatt kann man sich das noch trauen, eine Person mit Stock oder an der Kleidung aus dem Gefahrenbereich zu schaffen. Machen Sie das nicht über einem Kilovolt. Über einem Kilovolt kann selbst da über die Feuchtigkeit im Holz, bei einem Stock oder so, oder eben auch über vielleicht feuchte Kleidung oder sowas, der Spannungsabfall über Sie, der Stromfluss durch Sie reichen, um auch Sie in Gefahr zu bringen. Setzen Sie den Notruf ab, kontrollieren Sie Atmung und Puls und gehen Sie auf alle Fälle oder schicken Sie die Person auf alle Fälle zum Arzt, damit Spätfolgen, zum Beispiel Herzrhythmusstörungen, ausgeschlossen werden können, die nämlich später noch passieren können. So, trotz allem, oder genau in diesem Sinne, wünsche ich Ihnen stets einen sicheren Umgang mit Strom. Passen Sie auf sich auf.